Dieses Video schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn ihr wissen wollt, warum wir gerade gelacht haben, schaut euch das Video mal ganz am Ende an. Aber dieses Video ist dafür da, weil ihr immer wieder eine Frage stellt. Nämlich, wer ist es eigentlich, der mit uns hier zusammen Helden der Werkstatt macht und übrigens auch GoTools? Wir haben ein riesiges Team und die wollen wir euch heute mal vorstellen. Aber nicht einfach so, sondern wir wollen euch vor allem mal zeigen, wie ist eigentlich unser Lebensgefühl hier in Studio 5. Denn wir befinden uns hier groß in unserem Studio, unser Studio 5. Übrigens, falls ihr euch mal da umschauen wollt, schaut einfach mal auf studio5.de. Da bekommt ihr ganz viele Informationen. Und warum zwei Klappen? Das zweite ist, wir suchen Verstärkung. Immer wieder. Wir brauchen richtig viele Verstärkung. Deswegen schaut auch mal auf studio5.de vorbei. Da findet ihr alle Jobs, die wir brauchen. Und jetzt lassen wir mal uns alle sprechen. So, ich glotze einfach in die Kamera, oder? Hallo? Ich spreche in die Kamera oder zu dir? Ich muss kurz zählen. Sitzen meine Haare eigentlich? Oh, ist der Katzenpullover dann passend? Soll ich den vielleicht ausziehen? Muss ich in die Kamera gucken? Ja. Hey! So, und ich spreche jetzt mit dir, oder wie? Muss das jugendfrei sein? Wenn ich jetzt Arbeit sage, ist das nicht richtig, oder? Was verbindest du mit Studio 5? Absoluten Wahnsinn. Jede Menge lustige Momente. Spontane Momente und mein Praktikum hauptsächlich. Viel Flexibilität. Und ganz viele nette Leute. Eine ganze Menge. Weitestgehend Familie. Spaß. Spiel, Spaß, Spannung und Überraschung. Kreativität. Und mein Job. Dann eine ganze Menge Bauarbeiten, eine ganze Menge Umarbeiten. Super viele verschiedene Aufgaben. Also das. Ganz viele Bewohner. Spaß, Freude. Macht das richtig. Alles sehr entspannt und locker und man hat so das Gefühl, es ist irgendwie so eine große Familie, die miteinander arbeitet und das ist echt schön. Sonst gibt's Schelle von Saskia. Aufregende Sachen. Ein modernes, sehr gut ausgestattetes Studio, mit dem man viel Spaß haben kann. Überraschungen. Viele lustige Momente, neue Sachen auszuprobieren und auch irgendwie ein Stück Familie. Einen kreativen Ort. Gemeinschaft. Süßigkeiten. Vor allem Spaß und dass jeder Tag irgendwie anders ist. An dem ich mich frei entfalten kann und viel Spaß mit meinen Kolleginnen haben kann. Und echt lustige Bewohnerabende. Sehr großes, ambitioniertes Projekt von sehr vielen Kreativschaffenden für Kreativschaffende. Was war dein schönster oder lustigster Moment bei Studio 5? Boah, das kann man ganz schwer sagen, weil jeder Tag ist anders und jeder Tag ist anders lustig. Als ich Rocket das erste Mal gesehen habe. Das war das Aktfotoshooting mit Toni. Also da gab es einige. Die Weihnachtsfeier. Mittagessen ist eigentlich immer so ein Highlight. Fand ich sehr lustig. Also, du kannst es gerne so knapp halten. Du darfst sehr familiär. Das Aufkleben der Bärte an dem Bewohnerabend. Ich musste aufpassen, mir nicht in die Hose zu machen vor lauter Lachen. Und ich hatte ein Kleid an. So kleinere Projekte wie das jetzt hier zum Beispiel. Ciao! Und generell irgendwie neue Sachen ausprobieren. Das ist immer super lustig. Die Etablierung des Bewohnerabends, weil dann alle zusammenkommen, die hier arbeiten und das eigentlich ein sehr, sehr schöner familiärer Abend ist. Und wir trinken auch. So wundervoll. Kauft uns! Sind eigentlich immer unsere Bewohnerabende, weil da einfach super viel gelacht wird, wir immer irgendwelche Spiele spielen, die wirklich Spaß machen, du die Leute auch noch mehr kennenlernst. Das ist der Segen eines BMW. Das habe ich wirklich echt gerne gemacht. War an meinem Geburtstag und meine Eltern kamen überraschend und alle haben sich eingefunden, um diesen Moment mit mir zu feiern. Als die große Wand vom Bürokomplex stand, weil die ganze Abriss war fertig und dann sah man eigentlich, was rauskommen soll. Der Crashtest, den wir im Sommer gemacht haben, und ich habe das Auto dann nicht in die Betonwand gefahren, sondern in eine Lagerhalle. Was macht dir in deinem Job am meisten Spaß? Die Zusammenarbeit mit Menschen. Also montags morgens ins Büro zu kommen und in die glücklichen Gesichter zu schauen. Meine Kollegen? Klingt total klischeehaft, aber ist tatsächlich so, ja. Soll ich nochmal ernsthaft darauf antworten oder ist das okay? Dass ich kreativ sein darf, dass ich irgendwie um die Ecke denken darf. Schneidet mal, dann dreht man wieder. Dass ich mich kreativ frei entfalten kann. Jeden Morgen
aufzustehen? Wahrscheinlich nicht. Motiviert in die Woche. Aber hier anzukommen und lächelnde Gesichter zu sehen. Das ja so abwechslungsreich ist. Ich mache wirklich viele Dinge. Yay. Dass ich hier wieder mal mit richtig kreativen Sachen. Diesen Moment, wo ich lange überlege, schneidet ihr raus, wa? Und eben auch mit natürlichen Sachen, wie eben mit Vollholz und anderen Werkstoffen eben wunderbar arbeiten kann. Ich kann machen, was ich will. Ja. Wann ich will, wie ich will, wo ich will. Ah, ist doch ganz logisch. Das fällt mir sofort ein. Deswegen erzähle ich jetzt noch ein bisschen was, damit ich wirklich was habe. Und zu jeder Zeit. Probleme lösen. Also, ganz einfach. Ja, also die Outtakes-Videos, die sind immer am besonders schönsten. Dass jeder Tag anders ist. Du hast jeden Tag eine Überraschung dabei und dass ich auch so einen engen Kundenkontakt habe. Was macht mir in meinem Job am meisten Spaß? Rockets Unterhose. Oh, ey, das ist so dumm. Mich kreativ in Videos ausleben zu können, Kleinigkeiten reinzuschneiden, auf kleine Details zu achten und einfach auch Blödsinn zu machen. Und das die ultimative Freiheit, dass wir hier eigentlich machen können, was immer wir wollen, ob wir jetzt meinetwegen einmal beim Videoschneiden und natürlich auch beim Videos filmen, weil hier durch den Umgang sehr viele Kleinigkeiten passieren, die äußerst lustig sind. Das hat man, glaube ich, nirgendwo so oft wie hier. Eine Lok kaufen oder ein neues Stockwerk bauen oder morgens einfach eine neue Idee hatten und dann sofort die umsetzen und am Tag, noch am selben Tag sie rausbringen, das ist einfach mega. Und diese Freiheit macht richtig Spaß. Was ist das coolste Projekt, an dem du gearbeitet hast? Wir haben hier eine wunderbare Empore gebaut und das hat mir absolut Spaß gemacht. Oh, an sich die großen Projekte. Wände ziehen, in 12 Meter Höhe gefühlt. Nein, es waren nur 7, aber trotzdem, es fühlte sich an wie 12. Das machen wir nochmal. Verstehe ich nicht. Das Fitnessstudio, komplett leerräumen, abreißen, neu aufbauen, renovieren, die Gewichte und alles hochtragen. Rockets Unterhose. Ja. Und auch der ganze Kleinscheiß. Und die, der Weihnachtsbaum. Der Zusammenbau, also der Bau der Scheune, weil da halt super viele Leute auch miteinander zusammengearbeitet haben und das so ein richtig großes Projekt war, wo halt auch viele Leute mitgewirkt haben. Weihnachtsbaum. Spektakulär. Das gesamte Haus an sich, also Studio 5 an sich, weil das ist für mich, es ist ein großes Projekt. Die denken, mit wem haben wir es da zu tun? Schwer zu sagen, ich darf ja überall irgendwie dabei sein. Ich würde sagen, tatsächlich der Real-Dreh mit Rocket und Nils. Hat das zu doll geknuspert? Und wir haben so viele interessante Sachen da gebaut. Und am Anfang haben wir eine riesige Wand gebaut, 10 Meter lang, 5 Meter hoch. Und das war eine richtige Herausforderung, wo jeder nicht so richtig wusste, klappt das oder klappt das nicht. Am Ende hat es funktioniert und bis heute bin ich da mega stolz drauf. Das coolste Projekt, an dem ich gearbeitet habe, ist, glaube ich, der Studio 5 Trailer, weil das nochmal eine ganz andere Art ist, Videos zu schneiden. Ich glaube, das coolste Projekt war bisher die Pro Tour. Das war auf jeden Fall das Weihnachtslife, was wir gedreht haben, vor allem die Vorbereitung, sich dann wirklich zu überlegen, wie baut man das Setup auf, welche Sachen kann man da irgendwie bestellen, damit das wirklich cool aussieht und damit das auch aufregend für den Betrachter ist. Sehr befriedigend. Am geilsten fand ich Studio 5 an sich. In einem BMW zu sitzen, vor mir einen VW zu haben und den gegen einen Betonpoller zu schieben. Das spannendste Projekt war, als die Lok geliefert wurde, die jetzt vor unserem Studio 5 steht. Was magst du am liebsten an deinem Team? Lustige Truppe, die sich immer irgendwie zusammenrauft, um Dinge zu tun, die andere in ihrem Job nie machen würden. Das Arbeiten mit den jungen Leuten hier, weil ich bin ja wahrscheinlich hier mit der Älteste. Dass wir alle so toleriert werden, wie wir sind. In unserer Art und Weise. Besonders du. Nein, ich glaube, wir sind alle ziemliche Knalltüten, wo jeder seinen eigenen Dachschaden hat. Was mag ich an meinem Team am liebsten? Finde, ich passe hier ganz gut rein, weil ich mich auch gar nicht so alt fühle. Die sind alle so herrlich bekloppt. Die sind genauso bekloppt wie ich. Ich muss mir ein paar Sachen ausdenken. Keiner ist normal. Ich habe das Gefühl, dass man hier im Team... Keiner? Dass man hier im Team sehr gut aufgenommen wird. Und trotzdem macht's Spaß. Die Offenheit. Ich glaube, wir können uns alles sagen, ohne dass das persönlich genommen wird. Und das gefällt mir am meisten. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen.
Also es ist einfach total offen, ehrlich, entspannt. Und selbst wenn irgendwie mal was nicht passt oder, weiß ich nicht, mal irgendwie man mit irgendwas unzufrieden war. Das Beste an dem Team ist, spricht man es kurz an, redet drüber und dann ist es erledigt. Also das funktioniert wirklich gut. Das Beste an dem Team hier ist, dass man nicht nur auf einer lustigen Weise hier arbeiten kann, sondern dass man sich auch außerhalb sehr auf sie verlassen kann. Wie oft ich hier schon gefragt wurde, wenn ich so aussah, als ob es mir nicht gut ging, ob alles in Ordnung ist und ob ich jemanden zum Reden brauche. Ja, perfekt. Kann man gar nicht zählen. Also man kann sich in jeder Art und Weise auf die Leute hier verlassen. Was magst du am liebsten an deinem Team? Mich. Auf die meisten auf jeden Fall. Dass ich mich jeden Tag aufgehoben und wohlfühle und wir viel Spaß zusammen haben. Die gute Laune. Ja, also Spaß, so, wenn Chef und Chefin nicht da sind. Okay, was mag ich am liebsten an meinem Team? Dass alle genauso bescheuert sind wie ich. Am schönsten ist es, dass jeder hier so locker ist und wenn immer du Hilfe brauchst, ist jeder für dich da. Ich mag super gerne unser Team, dass wir einfach so eine große, lockere Runde sind. Wir uns alle super verstehen, wir auch ähnlich ticken und einen ähnlichen Humor haben. Und das macht einfach wirklich Spaß. Schön. Gut. Hammer. 1A. Top, Leo. War schon. Das ging schnell. Mal hinten ran. Kannst du einfach mal sagen, dieses Video schlägt zwei Fliegen mit einer Schlappe? Dieses Video schlägt zwei Fliegen mit einer Klatsche. Klatsche? Sagt man nicht Klappe? Ich habe auch gedacht, dass man Klatsche sagt. Ist eine Fliegenklatsche. So. Ist ja nicht eine Fliegenklappe. So, jetzt aber ernsthaft. Dieses Video schlägt zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ja, nicht Klatsche. Klappe? Nein, Klatsche. Wirklich? Boah, ich habe mir gerade neue Fliegenklappen gekauft. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Schreibt mal in die Kommentare, ob das Sinn macht. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Warte, wir machen das ganz einfach. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Kommt zuerst. Weil die Leute dumm sind. Hey Siri, was ist eine Fliegenklatsche? Wird verwendet, um insbesondere Fluginsekten durch einen Schlag zu töten. Vorteilhaft ist ihre kostengünstige und giftfreie Wirkung. Hey Siri, bitte vervollständige den Satz. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ha! Boom! Motiviert in die Danke. Woche. Hast du eben deinem Handy Danke gesagt? Ja, ich mach das. Ich bin freundlich. Ich sag nur eins, das kommt alles hinten ran.